Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den Look Fantastic Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Normalerweise bekommt ihr den für 115 Euro. Der hat einen richtig krassen Warenwert von 625 oder so. Und oder soll es haben. Und wir können aber tatsächlich auch mit Claudi Welt, also mit meinem Code, den ich ja bei Look Fantastic habe, auch nochmal 10 Euro drauf sparen. Also dann kostet der 105 Euro. Und hat dann ja in dem Sinne den sechsfachen Warenwert. Und hier sind auch ein paar Produkte drin. Man sieht den Inhalt auf der Homepage. Ich habe es euch jetzt auch in vielen Videos immer wieder schon gesagt, ne? Es ist einer der besten Adventskalender, die es gibt. Und endlich habe ich ihn hier. Endlich kann ich ihn euch zeigen. Lasst uns mal zusammen reinschauen. Der ist von beiden Seiten. Ne, das ist jetzt natürlich ein bisschen crazy, ne? Echt jetzt? Genau so? Fancy. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt mittlerweile gar nicht, wie vielen Leuten ich den schon empfohlen habe, wenn ich danach gefragt worden bin. Entweder nach meinem liebsten Wimpernserum oder nach dem coolsten Adventskalender, den es so gibt. Also da gehört für mich definitiv der Look Fantastic Beauty Adventskalender zu. Ansonsten auch noch der Sephora Adventskalender, der Purish Adventskalender, der Dalton Adventskalender, der Maybelline Adventskalender, auch tatsächlich. Aber ich finde den einfach mega. Okay, und am 1. Dezember geht die Party schon ab und zwar mit Elemis. Mega krass. Pro Collagen Marine Moisture Essence. Das ist ein Produkt, was du nach deinem Toner und nach deiner Reinigung natürlich dann auch verwendest. 28 ml haben wir hier drin enthalten. Und ja, das ist schon mal so ein richtig schön feuchtigkeitsspendendes Produkt. Und damit startet die Geschichte schon mal richtig gut. Ne? Dann machen wir mal mit dem 2. Dezember weiter. Also die Kläppchen oder die Boxen sind auch wirklich schön groß. 1A zum Wiederbefüllen. Wobei ich hier sagen muss, dass die doch etwas dünnwandiger sind als letztes Jahr zum Beispiel. Ne? Hier habe ich von Espa etwas mit dabei. Auch das ist eine super hochwertige Marke. Positivity Bath and Shower Gel. Eine Aromatherapie soll das geben mit 100 ml. Ich muss wirklich schauen. Ich bin nicht so der Ultra-Fan von den Düften von Espa. Das ist nicht so meine Welt, deswegen glaube ich nicht, dass diese Aromatherapie bei mir ziehen wird und mir Positivität geben wird. Nee, denn mir ist das einfach viel zu kräuterig und viel zu zitrisch, aber trotzdem, Duschgel kannst du auch immer gebrauchen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier ist Dr. Pawpaw vertreten mit einem Plumping Lip Oil. Auch das ist ein Produkt, was ich richtig gut finde. Mit Kollagen und Natural Pawpaw für Lippen und Haut kannst du das verwenden. Wird eine Full Size sein, ne? 8 ml haben wir hier drin enthalten. Und ja, das zählt jetzt für mich als das Lippenpflegeprodukt, was auch irgendwie in einem Beauty-Adventskalender immer vertreten ist, ne? Genauso wie auch eine Handpflege, denke ich. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, Nars, ne? Die lassen sich halt echt nicht lumpen. 1,2 Gramm von einem Blush. Und hier haben wir den ganz klassischen Orgasm drin enthalten. Das ist ja so die Farbe von Nars, ne? Ich mag den sehr, sehr gerne leiden. Eine wirklich schöne Farbe, wobei die muss ich gar nicht aufmachen. Ich kann ja meinen nehmen. Ja, das ist, ne? Der ist halt einfach schon benutzt. So schaut quasi die Farbe aus. Du hast ein wunderschönes Rosenholz, fast bisschen orangestichige Tönchen und das ist dann gepaart mit goldenem Schimmer. Ich mag mittlerweile gar nicht mehr so super gerne diese Schimmerblushes, aber ich finde, der Nars Orgasm ist irgendwie so ein Staple-Produkt. Es ist eine relativ helle Farbe und wenn man auch wirklich das Pigment, also dieses Rötliche von dem Blush mit aufbauen möchte, sollte man schon zusehen, dass man auch einen festgebundenen Pinsel verwendet und nicht so einen ganz leichten, weil sonst nimmst du halt nur die Schimmerpartikel auf, ne? Und hier sehen wir dann einmal den Swatch, kannst du auch so ein bisschen als Blushleiter verwenden und das ist halt ein Produkt, was man einfach so kennt, was auch sehr, sehr berühmt ist und dementsprechend auch ganz cool in einem Adventskalender aufgehoben ist, finde ich. Einen Tag vor Nikolaus haben wir etwas von Disciple drin. Shadow Work. AHA, BHA, ein Face Serum, ein Gesichtsserum mit Säure drin. Also ich habe euch, da dürfte jetzt aktuell auch mein Code Spa Claudi gelten, für 25% Rabatt bei Dalton. Hier oben mal so ein Video verlinkt. Da geht das auch um Säure. Ich bin da immer etwas vorsichtiger mit, weil ich halt eine super sensible Haut habe und taste mich da immer sehr, sehr vorsichtig dran. Und hier haben wir 30 ml, das dürfte auch eine Full-Size-Größe sein. Und sowas ist natürlich
richtig genial, jetzt auch in der Winterzeit, weil AHA ist so Slow-Aging-mäßig, spendet gleichzeitig auch noch Feuchtigkeit. BHA ist so eine Sache, die dann halt so eine Mr. Fred Ausflugsfamilie auch einfach mal ein bisschen bearbeiten kann und eine reinere Haut einfach macht. Ne? Für uns ist der 6. Dezember Nikolaus und da haben wir von Sol de Janeiro die Brazilian Bum Bum Cream drin enthalten. Hier sind 25 Milliliter drin. Auch das ist so ein ganz klassisches Produkt, was ich persönlich finde, sehr, sehr gut in den Advent passt, aber auch in die Sommerzeit. Einfach riesengroß ist die Nummer 7. Oh, das hatte ich online schon gesehen. Da war ich auch richtig scharf drauf. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier bepreisen soll, denn ich blende euch ja die Preise auch immer ein. Wir haben hier so ein Säckchen und in diesem Säckchen ist ein Pinselset von Look Fantastic selber, was im Adventskalender-Design ist, was ich so cool finde. Und da haben wir einen sehr, sehr großen Pinsel drin, einen, also den hier, ne, der ist halt so richtig fürs Gesicht, da geht die Party aber richtig ab, fühlt sich sehr, sehr gut an. Der ist auch so ein bisschen flach, ne, aber auch sehr buschig. Dann haben wir hier so einen abgeschrägten Blendepinsel oder Shader ist es ja vielmehr, ein Pinsel, den du für Detailarbeiten verwenden kannst oder für Augenbrauen und Eyeliner und einen Pinsel, mit dem man sehr grob verblenden könnte, der ist aber auch abgeflacht, ne, aber gleichzeitig auch zum Beispiel Highlighter auftragen kannst. Ein wunderschönes Pinselset. Muss ich sagen, mir persönlich fehlt jetzt so ein klassischer Blendepinsel, dann hätte ich das für mich so perfekt, aber es ist für, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt auch das ein oder andere Mal auf Reisen einfach mal mitkommen darf. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und hier haben wir den Ayeko Black Magic Liquid Eyeliner drin. Das dürfte so eine Travel Size mit 0,3 Millilitern sein, aber das hier ist auch ganz tatsächlich mein liebster Eyeliner. Der hat vorne so eine Pinselspitze dran und der hält dir Ewigkeiten. Der malt einen ganz, ganz tollen Eyeliner, einen ganz, also Lidstrich so, ne? Mega empfehlenswert, richtig gutes Produkt und also ich weiß nicht, ob die sich überlegt haben, wir machen jetzt dieses Jahr einen Claudi-Kalender, aber ich fühle mich irgendwie so, das ist echt geil. Wenn jetzt hier noch Dalton-Produkte drin wären, würde ich mich hart freuen, aber ich glaube nicht, dass Look Fantastic und Dalton zusammen, dass sie sich überhaupt kennen. Wow, auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein großes Büchslein freuen. Und hier sind zwei Produkte drin. Wow, beides von Medicaid. Das ist eine super teure Marke. Einmal ist es das Tetra. Das ist das Vitamin C Radiant Serum mit 8 Millilitern. Vitamin C ist wundervoll für Strahlkraft. Ne? Das hält auch Pigmentflecken auf und so. Und dann haben wir hier auch noch das Surface Radiance Cleanse Resurfacing. Hier hast du auch AHA und BHA mit dabei. 40 Milliliter sind hier drin. Aber ich glaube, dass du hier halt nicht so eine intensive Wirkung von den chemischen Peelings fühlen wirst, weil es halt in einem Cleanser ist, du wäschst es ja halt auch direkt wieder ab. Ne? Das ist ja eigentlich einfach nur so ein bisschen zur Reinigung der Haut und ja, das ist dann eher milder. Aber ich finde es cool, muss ich sagen. Oh. Mit der Nummer 10 darf es auf der anderen Seite wieder weitergehen und hier habe ich ein riesiges Produkt von Origins drin, Dr. Andrew Weil for Origins, Mega Mushroom Relief and Resilience oder Resilience, eine Soothing Treatment Lotion. Aha, eine beruhigende Lotion. 200 Milliliter. Also ich denke mal, dass es wie ein Toner sein wird. Und Toner liebe ich, ne? Finde ich großartig. Wow, auch in der ersten Schnapszahl, in der Nummer 11, haben wir zwei Produkte drin. Und ja, das ist von Color. Wow, mag ich so gerne. Einmal das Color Security Shampoo mit 30 Millilitern und dann dazu passend im selben Kläppchen einfach nochmal den dazu passenden Conditioner. Und Color Wow ist eine Marke, die ich auch wirklich lieben gelernt habe. Die habe ich durch Boxen kennengelernt, aber die findet ihr auch bei Purish zum Beispiel. Auch im Purish Adventskalender ist das Produkt drin, was mich damals quasi auch überzeugt hat, Color Wow geil zu finden. Dieses Leave-In für die Haare und ja, auch diese Shampoo- und Conditioner-Geschichte ist sehr, 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 sehr gut. Also die habe ich sehr gerne und freue mich drüber, sie zu haben. Die Hälfte der Adventszeit, aber nicht des Adventskalenders, ist die Nummer 12. Denn hey, wir haben hier 25 Boxen, weil es ist aus England ein Adventskalender. Und das ist von Nude Sticks, ein Gel Color Lip and Cheek Balm in der Farbe Posh. 2,5 Gramm haben wir hier drin. Schaut so aus und ist eine wundervoll tragbare Farbe. Mag ich. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist ja wirklich ein Nude-Farben.
Ja, ein richtig schön nudefarbenes Produkt, ne? Was man auch im Alltag ganz toll tragen kann. Kommen wir zur Halbzeit und da habe ich von Isoclean ein Professional Brush Cleanser drin. 110 Milliliter. Sowas kannst du verwenden, wenn es mal schnell gehen muss und du jetzt nicht irgendwie die Zeit hast, deine Pinsel irgendwie am Wasserhahn zu waschen oder so, ne? Und dann machst du es halt drauf und dann kannst du mit dem Kosmetiktuch die Pigmente, die dann quasi dran sind, abmachen. Es geht eigentlich relativ simpel. Und wenn man dann halt wirklich nochmal den Pinsel intensiv sauber haben möchte, kann man es dann später nochmal unter Wasser und so machen. Wir haben jetzt den 14. Dezember und hier ist es endlich drin, das Produkt, weswegen ich einfach so vielen Menschen schon diesen Adventskalender empfohlen habe. Ich habe ja zu meinen Wimpern auch schon ein extra Video gedreht, hier oben, ne, zu meinen Wawa-Woom-Lashes und tatsächlich ist der einer der Gründe, dieses Wimpernserum. Genau, das ist nämlich 2 Milliliter von dem Grande Lash MD oder Grandi Lash MD Lash Enhancing Serum und das gebe ich mir jeden Abend auf meinen ne, Wimpernkranz oben, also nicht auf den Wimpernkranz, auf meine Haut, ne? Und da sind halt Hormone drin und die verhindern, dass die Wimpern ausfallen und verlängern dadurch die Wachstumsphasen der Wimpern. Und ja, es funktioniert ganz offensichtlich sehr gut bei mir. Und ich finde es mega, dass es hier drin ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob jeder das so hart feiert, weil nicht jeder feiert Wimpernseren mit Hormonen so sehr, wie ich es tue oder wie viele von euch es auch tun. Viele in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis und Familienkreis halt auch. Und ja, aber ich finde es großartig, weil das Ding kostet ja normalerweise 69,90. Du hast den Adventskalender, der dann mit Rabatt halt 105 Euro kostet. Ne? Und das ist schon ein Schnapper tatsächlich. Und ich finde es mega geil, dass es hier mit drin ist. Also das ist für mich so das Kaufargument schlechthin, wenn man sowieso Nachschub von dem Wimpernserum brauchte, wo man, wenn man wirklich, wenn man es drauf anlegt, ne, auch ein halbes Jahr mit auskommt, ist das schon eine gute Sache. Oder wenn man es einfach mal ausprobieren wollte. Wow, die Nummer 15 ist bis oben hin voll. Oh, ich rieche schon intensiven Duft, zitrischen Duft. Wow, Airy Winter Thyme, also Winter Thymian ist das dann quasi. Enchanting and evocative essential oils of cinnamon, orange and clove. Also Zimt, Orange und was auch immer Clove ist. Und das ist eine Kerze, würde ich mal so sagen, oder? 155 Gramm sind hier drin enthalten. Und ich finde, dass Kerzen in Adventskalendern so eine gute Idee sind. Super intensiv. Also die brauchst du gar nicht anzünden. Und zack, hast du schon den ganzen Raum mit dem Duft erfüllt. Das ist ja echt krass. Ja, mega intensiv, aber richtig schön weihnachtlich. Also das passt wirklich wie Faust auf Auge. Wow, weiter geht die wilde Reise am 16. Dezember. Und da haben wir nicht ein paar Augenpatches drin. Nicht zwei Paar Augenpatches, nein, es sind drei Paar Augenpatches und das finde ich richtig gut. Von Beauty Pro Retinol Under Eye Patch mit Retinol, Vitamin C und Aloe Vera. Und das lässt so 20 Minuten drauf. Und wie gesagt, sind drei Paar, was ich total großartig finde. Retinol ist so der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Richtig, richtig geniales Produkt. Vitamin C ist aufhellend, was unter den Augen super geeignet ist. Und natürlich Aloe Vera, was feuchtigkeitsspendend sein wird. Also sehr geile Kombination. Habe ich richtig Bock drauf. Und jo, dreimal, ne? Reingehauen hier. Wow. Eine Woche vor Heiligabend knallen die hier einfach mal in der Full Size die MAC Stack Mascara rein. Das ist echt geil. 12 Milliliter, das ist diese hier. Ich habe sie auch letztens noch verwendet. Ich habe sie auch aktuell noch offen. Die habe ich mir nämlich damals gekauft, als sie rausgekommen ist. Ich habe da nur eine kleine Größe mit 8 Millilitern von, aber so sieht sie aus. Und ich glaube, wenn du die MAC Stack Mascara und das Grande Lash Wimpernserum sowieso geil findest, hast du im Prinzip alles für Umme mit dabei, alles andere, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, eine sehr interessante Geschichte. Und die soll man angeblich bis ins Ultimative schichten können. Ja, also die sieht zwar total fancy aus, aber die hat jetzt nicht so den Ultra-Effekt wie jetzt zum Beispiel eine Nabla Vision, wenn ich ehrlich sein darf. Und die ist aber super geil. Also die hat, also diese Fasern, die hier vorne dran sind, nicht Fasern, das ist ja Gummibürstenprodukt, ne? Sehen wilder aus als das, was sie auf den Wimpern tatsächlich machen. Also das macht was Schönes. Die Wimpern werden auch dadurch wirklich toll betont und du hast auch einen wirklich schönen Wawa-Woom-Effekt dadurch. Aber es ist nicht so martialisch, wie es aussieht. Also ich möchte euch im Prinzip so ein bisschen die Angst nehmen, weil die sehr, sehr heftig aussieht vom Bürstchen her, ne? Und ich finde sie sehr, sehr gut. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche.
Ne? Und da ist auch ein sehr brauchbares Tool drin enthalten. Und zwar von Real Techniques. Es ist der Miracle Complexion Sponge for a Natural Glow Finish. Ja, das ist im Prinzip das Schwämmchen. Ja, nee, das ist ja nicht Beauty Blender, aber das Drogerie. Das Ur-Drogerie-Schwämmchen, glaube ich, oder? Ich glaube, es kam damals Real Techniques und Essence raus. Oder war das Ebelin? Nee, Ebelin war das. Oder Essence? Weiß ich nicht. Und dann war man entweder Team Real Techniques oder man war Team Essence oder Ebelin. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich war auf jeden Fall Team Real Techniques, deswegen habe ich das andere einfach mal eiskalt ausgeblendet. Ganz, ganz toll. Und wenn man die richtig lange verwendet, dann sehen die irgendwann so aus. Ja, ich wasche das auch gerne mal mit Jeans zusammen oder mit neuen Handtüchern, ne? Geht die Farbe auch mal ein bisschen flöten. Aber ganz tolle Schwämmchen, mag ich sehr gerne, um Foundation einzuarbeiten. Die Nummer 19 habe ich jetzt hier von First Aid Beauty Ultra Repair Cream Intense Hydration with Colloidal Oatmeal, Safe for Sensitive Skin. Aha, 56,7 Gramm sind hier drin enthalten und ich glaube, das ist etwas, was du, ja genau, hier steht es auch, from head to toe, also von Kopf bis Fuß kannst du es verwenden, also sowohl im Gesicht als auch am Körper, überhaupt kein Problem, ne? Definitiv ist die erste Gesichtscreme, glaube ich, ne? Bei anderen Kalendern wirst du halt richtig zugeballert mit Gesichtscremes. Und hier hast du einfach mal in der 19 deine erste Gesichtscreme. Läuft. Ja gut, das musste jetzt sein, ne? In der Nummer 20 haben wir was von Avant drin enthalten, ne? Das ist halt so auch so eine typische Marke, die man niemals für den Preis kaufen würde, aber man sich doch irgendwie freut, dass es hier mit drin ist. Das ist nämlich die Augencreme Hyaluronic Acid Molecular Boost Eye Cream mit 10 Millilitern. Also ja, eine Augenpflegecreme. Auch das darf in einem Pflege-Adventskalender oder Beauty-Adventskalender einfach nicht fehlen. Finde ich gut, dass es drin ist. Wirklich. Jetzt kurz mal kein Bash gegen Avant. Die sind überteuert, das ist gar keine Frage. Ne? Also ich habe schon das ein oder andere getestet, da muss ich wirklich sagen, also einen Teil von dem Preis würde ich dafür bezahlen, aber niemals den vollen Preis. Aber es ist ein okayes Produkt. Und im Prinzip durch den Adventskalender zahle ich auch nur ein Sechstel von dem Preis. Ne? Oh, guck mal, in Nummer 21 haben wir was von CRT London drin und da habe ich ein komplettes Fullface mal von geschminkt, weil ich das immer mal wieder auch so in Boxen drin hatte und so fasziniert von der Marke war und dann irgendwann gesagt habe, komm, den Rest hole ich mir noch, also so Foundation und so ein Kram und habe euch dann Fullface geschminkt, ist oben im i verlinkt. Dewy Skin Vitamin C Glass Glow Primer. 10 Milliliter, ich weiß nicht, ob ich den habe. Ich habe so ein Aprikofarben, ist der, glaube ich, ne? So ein halbdurchsichtigen Typchen. Dich habe ich noch nicht. Dich möchte ich gerne mal ausprobieren, du Dewy Skin Primer. Nee, finde ich ganz interessant. Und habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Die Marke bekommt man auch in mehreren anderen Online-Shops tatsächlich. Ja, aber durch Look Fantastic und Glossy Box habe ich das halt einfach kennengelernt damals. Und lieben gelernt. Die Nummer 22 enthält etwas von Coco and Eve. Da haben wir was für die Shampoo drin, genau, für die Haare drin. Aber wir hatten ja schon Shampoo und Spülung und jetzt kommt hier eine Maske, mega geil. Super Nourishing Coconut and Fig Hair Mask, also Kokosnuss und Feige mit 60 Millilitern. Das ist einmal diese hier und das ist auch ein Produkt, Leute. Das ist so krass teuer. Es riecht halt nach Kokos. Ein bisschen auch, ne? Bin ich ja nicht so die Ultra-Kokos-Loverin, aber zum Ausprobieren kann ich es auf jeden Fall mal nehmen und würde mir das aber wahrscheinlich nicht in Full Size holen, weil so viel Geld für etwas auszugeben, wo ich den Duft dann halt nur okay finde, weiß ich nicht, aber ich bin mal gespannt auf die Wirkung. Hoi, die Nummer 23 ist ganz schön schwer. Das ist ein Tag vor Heiligabend, ne? Was dürfen wir denn da noch machen? Weiß ich noch nicht genau. Etwas mit Rituals auf jeden Fall. Relaxing Body Scrub mit Salt and Magnesium. Baby, ja. 125 Gramm haben wir hier drin enthalten. Magnesium ist ja auch wirklich so ein bisschen so beruhigend für die Gelenke und so. Ne? Richtig gut. Und Salz finde ich natürlich auch großartig. Ich liebe Salz- und Zuckerpeelings und war bei Rituals. Die haben sowohl solche Salzpeelings, aber die haben auch solche Creme-Peelings mit so Partikeln drin. Die finde ich nicht so geil. Aber die Salzpeelings, die rocken. Die rocken wirklich. Geil. Und der Duft ist ja auch so ganz entspannt, ne? Ist ja aus dieser Ying-Reihe. Ja, das geht schon ab. Okay, Weihnachten, Heiligabend. Hier habe ich jetzt etwas drin von Yves Lom und zwar die Rescue Mask. Ach, guck an. 50 Milliliter haben wir hier drin. Da muss ich wirklich mal schauen, ob das auch vom Duft her etwas für mich ist, weil auch Yves Lom, heißen die Yves Lom? Ich würde es Yves Lom aussprechen, ist tatsächlich sehr
stark beduftet, also hat sehr, sehr einen krassen Duft nach ätherischen Ölen halt, ne? Und das machst du halt auf dein Gesicht, ganz normal nach der Reinigung und 15 bis 20 Minuten soll das drauf bleiben und dann kannst du es runter machen und dein Gesicht ist dann, nee, du musst es dir vorher noch einreiben, hier, and remove gently with upward movements, also mit Hochbewegung. Soll ich mir das in die Haare schmieren? Nee, immer nicht. Okay, ja, ist auf jeden Fall eine Maske, die sehr intensiv riecht. Also ich konnte tatsächlich den Cleansing Balm von Eflom auch gar nicht so intensiv benutzen, weil mir das zu stark parfümiert war leider. Ja, und zu guter Letzt haben wir in der 25 etwas hier drin, was ich mir gerade hier auch schon aus meiner Sammlung rausgeholt habe. Denn ich habe euch vor ein paar Wochen auch ein Fullface mit Iconic London geschminkt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gedreht habe, nicht, dass in der 25 im Look Fantastic Adventskalender exakt diese Palette drin ist. Das war wirklich tatsächlich witzig und als ich dann mit meiner Look Fantastic Ansprechpartnerin geschrieben hatte und ihr dann gesagt habe, was ich so vorhabe, was ich plane so die nächsten Wochen und Monate, na Wochen war es eigentlich eher, sagte sie, dann warte mal mit dem Schminki noch ein bisschen, dann kannst du das nämlich direkt mit dem Adventskalender in Verbindung bringen. Ich sage, ja, das ist jetzt leider schon abgedreht, sorry. Kann ich euch jetzt aber das Video einfach mal im i verlinken, wenn ihr möchtet und dann mal schauen wollt, was ich da für einen Look mitgeschminkt habe und generell auch mit den Produkten von Iconic London. Und ich glaube, das ist eine Neuauflage, weil meine ist dicker, definitiv, ne? Und so schaut sie aus. Das ist eine komplette Nude-Alltagspalette. Also das kann wirklich jeden glücklich machen. Es sei denn, du hast schon 20 Nude-Paletten zu Hause, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber die Qualität mag ich ganz gerne. Hier seht ihr dann auch nochmal die beiden Paletten. Das hier ist meine und das ist die, die jetzt im Adventskalender drin ist, ne? Aber das ist in der 25. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Nummer 25. So eine Lidschattenpalette, die man sowohl im Alltag nutzen kann, als auch wenn es mal ein bisschen was Besonderes sein darf und man ein bisschen intensiver, dunkler werden möchte vom Augen-Make-up her oder mehr intensiveren Schimmer haben möchte. Ich habe jetzt den ganzen Inhalt vor mir stehen und ich bleibe dabei. Das ist mit der beste Adventskalender, den man so bekommt. Ihr seht ja bei mir auf dem Kanal auch immer, was dann drin enthalten ist und dann seht ihr auch, ob der sich für euch lohnt, für euch selbst. Ne? Ich finde den großartig gestaltet. Wir haben hier super hochwertige Marken drin. Wir haben tolle dekorative Kosmetik drin. Von meiner Warte aus dürfte gerne noch mehr dekorative Kosmetik in Adventskalendern vertreten sein, aber bei Look Fantastic ist es eh so, dass du auch in den Beautyboxen meistens so eins von 5 oder 6 Produkten als dekoratives Kosmetikprodukt hast. Das heißt, hier hast du dann auch 4 bis 5 dekorative Kosmetikprodukte zu erwarten. Und die haben wir ja auch. Also dementsprechend finde ich das geil, was hier drin ist. Das Einzige, was ich hier wirklich nicht so gut finde, ist tatsächlich das Design, weil ich muss den halt immer drehen und so. Also da mochte ich das lieber, dass man den aufklappen konnte und dann halt wirklich von vorne alles rausnehmen konnte. Das war mehr so meins, muss ich ehrlich sagen. Aber der Inhalt ist geil. Kannst du nichts anderes sagen, ne? Ich finde es mega und ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, was ihr vom Inhalt so denkt und ob ihr genauso begeistert seid wie ich. Ja. Und wenn ihr möchtet, wie gesagt, in der Link ist meine Infobox drin. Nein, in der Infobox ist der Link zu dem Adventskalender. Da könnt ihr dann, wie gesagt, auch nochmal mit Claudi Welt drauf sparen. Der Code ist nur für euch und wenn ihr mich supporten möchtet, bestellt ihr den Adventskalender über den Link. Und mein Code gilt auch tatsächlich auf den kompletten Online-Shop. Also da findet ihr auch immer super coole Angebote, ne? Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, das wäre es hier von mir gewesen. Ich freue mich wie Bolle, dass ich euch endlich diesen Adventskalender auch haptisch zeigen konnte. Ja. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.